Essen schnappt. Bands, bands, bands. Bruder, wer braucht deine Rechnung? Ich weiß nicht. I'm sorry, I can't hear you. I'm legally blind. Yo, yo, what's going on, Hip-Hop Day? My name is S.O., you know what it is. Day 2 der BeatCon hier in Düsseldorf. Day 1 war schon auf jeden Fall ziemlich fresh. Ich habe einiges gelernt, lernen können. Aber Day 2 wird auf jeden Fall nochmal next level shit. Es sind viel mehr Leute da heute. Wir haben krasse Produzenten da, die heute Vorträge halten werden. Später gibt's Elias noch mit einem Auftritt. Oh, ja. Ich hab das Schiff voller Lügdoss. Ey, bitch, ich bin Nike, wie Trickoff. Ich hab voll mit Nike, ich bin Petty. Ich bin ein Rapper, die Gang. Es wird auf jeden Fall sick. Bleibt dran, wir sehen uns später wieder. Gang, skrrr, pa. Kennt ihr diesen Moment, wenn einfach viel zu heiß ist? Ja. Yo, yo, what's up, Bruder? Ich glaube, ich habe hier schon 2 Mädels gesehen. Das sind 2 mehr als gestern, weißt du, was ich meine? Was geht, Bruder? Alles gut bei dir? Ja, hi. Hi, wie heißt du, Bruder? Andi, hi. Was geht, Andi? Bist du heute neu gekommen, ne? Gestern habe ich dich noch nicht gesehen. Nee, ich bin nur heute da. Warum erst heute? Weil wir nur heute gefahren sind. Wir kommen aus Frankfurt. Oh, FFM! Ja, schrei mal FFM, Bruder. FFM! Ja! Produzierst du selber auch? Ja, auf jeden Fall. Also, wie lange schon? Schon seit 5 Jahren ungefähr. Ich bin nicht so krass drin in der Hip-Hop-Schiene, aber ich habe meine Elemente, die ich daraus irgendwie benutze. Also eher anderes Genre, oder was? Ja, so Pop-Hip-Hop-Bereich bin ich. Aber du kannst trotzdem hier noch viel mitnehmen von ja, den beiden, klar. Ne? Ja. Hast du hier, ich glaube, heute war noch gar kein Vortrag, ne? Oder jetzt gerade laufen ein paar? Hier sind gerade Vorträge. Was, wen schaust du dir heute an? Wen willst du unbedingt sehen? Ich wollte einfach generell mal alles irgendwie. Ich habe jetzt keinen speziellen, den ich mir angucken will. Und heute Abend bleibst du noch bis zum Auftritt von Elias? Kann ich noch nicht sagen, weil ich bin nicht der Fahrer. Ja. Oh, egal, Bruder, ich wünsche dir so oder so viel Spaß. Ich dir auch. Danke dir für das kurze Gespräch. Bis später auch, mein Bruder. Ich habe gar nicht gefilmt gehabt, Bruder. Ich habe einfach Kamera so gehalten, Alter. Egal, Bruder, ich sag dir so. Jake, du siehst gut aus, Bruder. Ja, Inception. Inception. So, ich muss mal ganz kurz mein Outfit wechseln. Ich muss raus aus der Jacke und rein in ein freshes BeatCon-T-Shirt. By the way, die T-Shirts sind echt fresh, wenn ihr welche haben wollt. You gotta be here, man. You gotta be here, man. Yo, yo. Glasses back on. Ihr wisst selber, die Sonnenbrille schützt meine Identität. Aber nicht meine Augenringe. Oh, damn, boy. Shit. Ich packe mir jetzt schnell noch ein freshes BeatCon-T-Shirt. Wie gesagt, die BeatCon-T-Shirts sind auf jeden Fall der Shit. Und dann suche ich Jake wieder, damit wir ein bisschen was machen können heute. Heute steht einiges auf Plan. Wir wollen auf jeden Fall einen Beat bauen heute, wo später Shrimp Cake ein Freestyle drauf ballern wird. Und wir wollen heute auch noch selber einen Song aufnehmen. Also es wird auf jeden Fall fresh, bleibt dran. Peace. Yo, yo, what's up? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in die Genelec Lounge, um in ein paar Beats reinzuhören. Hier gibt es nämlich gerade eine Beats Review Session, wo auch ihr die Möglichkeit hättet, natürlich eure Beats hier vorzustellen. Ja, mal schauen, Alter. Ich bin gespannt, ob was Freshes dabei ist. Ich habe dich gerade in der Beats-Review-Session gesehen. Hast du da ein paar gute Beats gehört? Ich war nur kurz, weil der hat sich irgendwann sehr schnell gefüllt und es war sehr heiß. Und dann dachte ich, okay, komm, lieber noch nicht. Weil ich bin ja noch ein paar Stündchen hier und kein Bock, hier schon durchgeschwitzt, hier rumzulaufen, weißt du? Sauna, Sauna, war Sauna. War gut, war gut. Also bis jetzt war noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, das war kacke. Also hier kommen anscheinend echt nur die guten Leute hin. Easy, easy. Ihr habt gehört, hier gibt es auf jeden Fall ein paar frische Sachen. Da hörst du dir später noch ein paar Vorträge an von ein paar anderen Producern? Ja, auf jeden Fall. Mix to MacLeod werde ich mir auf jeden Fall angucken. Dann
AT-Beats, glaube ich, mit Sonus werde ich mir wahrscheinlich noch angucken. Oder vielleicht auch Vega, die sind ja gleichzeitig so. Und was die von hiphop.de für ein Ding machen, da gucke ich auf jeden Fall auch mal kurz zu. Meinst du, kannst du noch was mitnehmen oder bist du schon eh gut genug und schaust das nur so an? Nee, man kann ja immer was mitnehmen. Weißt du? Dann siehst du mal, okay, guck mal, die haben da so einen Trick gemacht und so. Also man lernt ja nie aus, ne? Ja, stimmt. Wenn du mit deinen Jungs im Studio bist, übernehmen die auch ein bisschen was, wenn ihr produziert, oder bist du eigentlich da der Haupttreiber? Nee, meistens produzieren wir zusammen. Das ist ja so von Anfang an auch so, weißt du? Und da bringt sich jeder irgendwie mit ein und so. Und so, dass ich irgendwie da hinkomme und alles im Kopf habe und sage, ihr macht das jetzt so und so, das passiert eigentlich nie. Also eigentlich immer zusammen, es wird zusammengearbeitet. Wie lange brauchst du denn mittlerweile eigentlich so für einen Beat? Ja, ist ja komplett fertig. Ja, ist ja, ich fange viel an, also ich mache Demos 5 Minuten, 10 Minuten, bis ich alles habe, so die Struktur ungefähr und den Vibe, weißt du, und dann speichere ich erstmal ab und fange den nächsten an. Manchmal gehe ich auch wieder zurück und mache nochmal was vielleicht oder so, aber ich mache lieber viel. Und nicht ausproduzieren, weil in der Zeit, wo ich einen Song ganz ausproduziere, also einen Beat ausproduziere, habe ich 10 nicht gemacht. Weißt du, machst wenn ich gerade im Vibe bin, wo ich gerade kreativ bin, da will ich auch viel machen, bevor ich wieder irgendeine scheiß Beatblockade habe und alle 5 klingen gleich, weißt du? Da will ich viel machen. Und wenn ein Rapper was pickt, dann wird zusammen dann fertig gearbeitet quasi. Also sozusagen erstellst du eigentlich immer Skizzen, so eine Art von Skizze, und dann baut ihr die zusammen mit dem Rapper zusammen. Ja, ist zum Beispiel auch, wenn ein Rapper mit einer Textidee oder mit einer Songidee kommt, ist es ja genau andersrum. Ja. Dass wir dann auf den Text quasi oder die Idee aufbauen, und so ist es halt andersrum. Ich habe eine Idee und der guckt dann, was er drauf machen könnte. Ist auch fast geiler, so kann man den Beat auch noch ein bisschen besser anpassen an den Künstler. Ja, und wenn du einen Beat ausproduziert hast mit den ganzen Breaks und allem möglichen, du nimmst den Rappern halt auch den Platz und die Freiheit, weißt du? Du drängst sie quasi, da ist das Break und bis dahin muss ich geschrieben haben. Nein. So, lass den am besten 4 Bars loop, der soll den ganzen Song draufschreiben und dann baust du da drumrum, so, weißt du? Ich habe vorhin so ein paar Gespräche mitgehört und hab dann gehört, 257ers wollen jetzt nicht mehr so einen popping Sound machen, vielleicht genau. Kommt da was. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, genau, also das vorletzte Album war schon ein bisschen poppig, das neue Album war schon ein bisschen mehr poppig und dann sind wir einfach wieder ins Studio gegangen und haben gesagt, komm, scheiß doch, wir machen jetzt einfach wieder, weißt du, den. Wenn die 2 Alben lang quasi sich auch ein bisschen zurückhalten, weißt du, dann kommt das auch wieder raus, die ganze Scheiße, die einfach rappen wollen. Und die haben unendlich viele Textdokumente mit dummen Lines. Und wir haben das Album schon fast fertig. Innerhalb von einem Monat standen schon die ersten 12 Songs oder so. Weil die haben einfach von der Seele gerappt und jetzt wird dieser asozial, richtig asozial. Korrekt, freue ich mich drauf. Ihr könnt euch auch drauf freuen. Das war's schon. Ganz kurz, danke dir für die guten Antworten. Und wir sehen uns bestimmt später nochmal. Ansonsten genießt die Beatcon. Peace. Hast du Android oder iPhone? iPhone. Safe, ne? iPhone ist Gang, ja, die Sache ist, alle haben iPhone und weißt du, und natürlich Android ist, wenn du Musiker bist, eigentlich viel schlauer. So Pedas zum Beispiel, der macht alles damit, der hat voll viel Traffic und der kriegt Spuren, der öffnet ZIP-Dateien damit, entpackt, verpackt, schickt alles rum, kriegt Videos. Ich kann nicht mal einen scheiß Beat auf mein Handy drauf tun, diese iTunes, Alter, weißt du, wie ich meine? Aber egal, du musst trotzdem ein iPhone haben, weißt du? Ja, Bruder. Die alle iPhone-Besitzer halten sich an was Gutes fest. Ja. Also Airdrop ist krass, Bruder. Kennst du Leute, die Airdrop? Kennst du Bluetooth? Kennst du Bluetooth? Infrarot, Alter. Ja, hier auf der Beatcon. Oder produzierst du eigentlich selber auch? Nee, Mann. Nee, gar nicht. Nee, Mann. Aber ich interessiere mich trotzdem dafür. Same, ich bin auch hier, weil ich mich dafür sehr interessiere. Hast du, gestern warst du aber auch noch nicht da, nee. Gestern war Tua da, ne? Mhm. Warst du da? War sehr, sehr geil. Ja? Hat der so einen Workshop gegeben? Den Workshop habe ich nicht mitbekommen, er hat einen gegeben, aber ich habe kurz mit ihm geredet draußen und später seine Live-Performance. Ach, der hat auch noch live gespielt, ja. Oder was? Okay. Auf jeden Fall, was war das? Ja, schade. Ich bin mit Patrick heute hier, deswegen, ja, fuck, wäre ich gestern mal gekommen. Hast du jemanden im Auge, den du dir heute anschauen möchtest? Nicht wirklich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer heute. Mir hat Nico vorhin, Sorgenkind, hat mir vorhin erzählt, dass Tua gestern da war. Da war ich ein bisschen traurig und seitdem habe ich gar nicht mehr gecheckt, wer eigentlich heute hier ist. Wer ist heute hier?
Wir haben heute viele, Mixu und McLeod sind auf jeden Fall da. Der war bei mir auf der Schule. Der hat einen Jahrgang über mir Abi gemacht. Korrekt. Ich habe seine Ex-Freundin mal belabert, dass der mir Beats gibt damals. Er hat mir dann auch geschrieben sogar, was willst du denn für Beats haben? Da habe ich ihm irgendeinen Scheiß zurückgeschrieben, so, ja, mach mal so und so. Ah, kam nichts mehr. Nicht Grüße, mehr. Shoutout. Yeah. Vielleicht entsteht ja heute was. Ist ja eine gute Möglichkeit auch hier, die Beats können für Producer, aber auch für Künstler zusammenzukommen und sich auszutauschen, Connection zu machen auf jeden Fall. Mega geil. Dann, wie sieht das bei dir aus, der Produktionsprozess, wenn du selber was aufnimmst? Ich glaube, dein letztes Album war so ungefähr 2,5 Jahre her. Ne? Ja, ja. Wie sieht das jetzt aus? Hast du was in der Pipeline, was jetzt bald droppt? Ey, wir machen die ganze Zeit Mucke, aber wir haben nicht das Gefühl, dass gerade die Zeit ist, um damit rauszukommen. Mhm. Ich würde jetzt gerne sagen, wir sind zu weit in der Zukunft dafür und wir müssen die Zeit muss erst noch nachziehen quasi, mhm. Aber so ist es nicht, sondern ich glaube einfach der... ich glaube, jetzt gerade ist eigentlich die Zeit, wo alle die ganze Zeit Platten rausbringen. Für die Leute, die eine ernsthafte, längerfristige Vision haben, sich zurückzuziehen und eben genau den Step nicht mitzugehen und zu sagen, okay, fuck, jede Woche ein Song oder jeden Monat ein Song oder sowas. Weil man diese Welle, wenn man das Soundbild nicht fährt, was gerade viele fahren, dann hast du von dieser Welle nichts. So, ich glaube, dann kannst du die nicht mitreiten. Und wir haben im deutschen Rap ja trotzdem noch eine ganze Reihe von Albumkünstlern, sage ich mal, auch wenn Leute sagen, das Format stirbt ein bisschen. Und dazu zähle ich mich auch. So, ich mag das an so Projekten zu arbeiten und diesmal dauert es halt einfach sehr, sehr lange. Aber wir machen die ganze Zeit. Ich schwöre, wir machen die ganze okay, Zeit. Perfekt. Nee, ich bin selber auch Recording Artist und ich kenne das halt, dass wenn ich Songs so lange liegen lasse, dass die mir dann irgendwann nicht mehr gefallen. Ja, hast du nicht Angst davor, dass das irgendwie jetzt, wenn du jetzt wartest darauf, um den richtigen Zeitpunkt, dies zu droppen, dass sie dann irgendwie dir selber gar nicht mehr bocken? So? Gibt's schon. Alles, was dazu kommt, fällt auf der anderen Seite wieder runter. Da kommt was Neues, da fällt was weg. Aber trotzdem bleiben auch ein paar Songs hängen und das ist ein gutes Gefühl zu wissen, oh wow, die haben jetzt schon bei uns alleine so einen Reifeprozess durchgemacht, dass man auch teilweise Projekte hatte, die schon abgeschlossen waren, wo man gesagt hat, okay, der ist fertig, egal was mit dem passiert, der ist erstmal safe. Und dann ist man da trotzdem nochmal reingegangen und hat den nochmal ein bisschen geiler gemacht. Und dadurch, dass wir uns diese Zeit nehmen und da auch keiner hintersteht, der sagt, oh, mach mal jetzt, gib mal jetzt ab, machen wir auch keine Fehler auf den letzten Metern oder sowas, dass wir jetzt sagen, okay, fuck, scheiße, boah, wir haben uns jetzt total verfahren oder so, sondern alles ist eigentlich ja, relativ nüchtern. So, wir machen und wir überlegen und wir probieren. Und das ist auch momentan so im generellen Leben auch tragbar für dich, für euch. So, weil man muss ja auch irgendwo gucken, ne, wie man... Wo die Knete reinkommt, ja, Alter. So. Fuck, man. Ja, so lange... Ich gucke einfach nicht aufs Konto, das ist mein... So beste Möglichkeit. Einfach abbuchen, bis nichts mehr geht und dann gucken, Alter. Ja, nee, aber ansonsten, so, ich bin im Produktionsprozess, bin ich insoweit involviert, dass ich schon oftmals oder meistens dabei bin, wenn die Beats entstehen und auch meinen Senf dazu gebe. Ganz selten sitze ich da auch mal und spiele selber was ein, nachdem mir was eingestellt wurde. So, okay, jetzt kannst du auf die Tasten drücken. Aber ich finde es voll spannend, dabei zu sein, gerade wenn man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du so für Erfahrungen damit gemacht hast, aber bei uns ist Jam ein ganz großes Ding, dass man wirklich zusammen jammt. Hallo! Ja? Wir machen hier gerade ein Interview, ein bisschen Ruhe bitte. Wer produziert denn gerade für dich aktuell? Immer noch Pete und Bennett on. Shout out, we do drums. Never change a winning team. Yeah. Pflege ich zu sagen so. Ja, wir sind gut aufeinander eingespielt. Und ich mag das dabei zu sein, wenn die Sachen entstehen. Und ich mag diesen Jamming-Charakter davon, dass sich Sachen aufbauen und wieder abnehmen. Und am Ende hat das, womit es angefangen hat, hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun, was am Ende dabei rauskommt. Und ja, mir eben nicht irgendwas schicken zu lassen und dann sagen, ja, okay, geil, dann mache ich jetzt, habe ich jetzt was drauf, dann schicke ich dir das zurück, dann arrangierst du da ein bisschen und dann geben wir das einfach in die Mische. Ist auch geil für Leute, die sagen, ich habe einfach nur Bock auf Rappen, ich will einfach nur schnell Songs machen oder so. Aber ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und der Reiz ist da so ein bisschen raus, einfach nur irgendwas zu machen, um das Machens willen, sondern ich will da was machen und dabei irgendwas was fühlen. Erschaffen. Was erschaffen wir. Ja, aber das Erschaffen klingt halt immer sowas so. Na, aber wenn, ne, also es ist schon das, aber dieses Wort hat so einen komischen Geschmack, weißt du, immer so ein bisschen, als würde man so, ich erschaffe was, weißt du, ich bin dieser Puppenspieler, ich zieh die Fäden, ich erschaffe was. Du musst doch sagen, mit Selbstbewusstsein einfach raushauen. Wir erschaffen was, wir erschaffen ein Monster, wir kreieren etwas zusammen und das sind nicht einfach nur zwei Prozesse, die zusammenlaufen, sondern die parallel zueinander laufen und das genieße ich, das genießen wir vielleicht auch gerade ein bisschen zu viel, weshalb einfach schon 2 Jahre keine Mucke rausgekommen ist, aber ey, also die längste Zeit ist vorbei. Es kommt.
Dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Spaß weiterhin und viel Erfolg bei deinem Schaffensprozess mit den Jungs zusammen. Und dann warten wir gemeinsam auf Musik von dir. Ja, das war's von uns. Wir sind raus. Viel Spaß noch auf dem Event. Einiges mit und pop. Crap, check. Auf Schienbein, so. Dann zuckst du so Scheiß auf deine Nikes. Das ist dieser Crap, für den ich lebe, Mann. Check's auf was Stripes, Alter. Fick deine Stripes, fick deine. Wir haben doch gestern diesen einen Bruder kennengelernt, der für das Video hasst, ne? Und schon diese eine Karte hier, wo FL Studio, die werde ich dem jetzt mal schön auf den Tisch klatschen. Ah, da bist du, Bruder! Hier, für dich habe ich dir mitgebracht, Bruder. Sag mir. Gerne, gerne. Gutes Programm habe ich gemacht. Ja, Mann, beste. Geh mal aufmachen, Bruder. Klingel. Your name? My name is Gaurav. Gaurav, and you're from? Avid. So I'm an audio application specialist, mix engineer, and hip hop producer as well. You're from UK? From UK, London. Yeah, yeah. London, London, man. Jake, London. Hey. He's from Manchester. Oh, is he? Yes. Hey, Manchester. Yes, sir. And what are you sending here today? Alright man, we've got the Pro Tools dock that controls Pro Tools. It's a specially mapped hardware that goes with the iPad. Yeah. You've got a mixer on there, you've got equalization, compression, everything. You can use Avid plugins and you can also use third-party plugins. Okay. But it's solely cool. For iPhone, yeah? Or for Apple? It's for Apple at the moment, but in the future there might be future updates and stuff coming. Awesome, up, yeah. awesome. So when you visit the BeatCon, what are you able to do here? What are you able to experience? So at the minute, I mean, it's been a great show. We've been talking to a lot of people about using Pro Tools, and a lot of people are scared to use a MIDI function in Pro Tools. So I've been showing them how to use MIDI. You know, you can do the same stuff, you can do another doors in Pro Tools. So I've been trying to show them music creation. I'm specifically at music creation, so also showing them mixing and how important it is for hip hop that. I mean, I've been telling the guys a lot that come from other doors that try learning as many doors as you can. The more you learn, the more likely you can go to bigger studios because they'll have a wider variety of doors. And if they have Pro Tools, they have Cubase, they have whatever. At least you know a lot of doors. You know? So That's true. The BeatCon itself is like the first event ever for producers and beatmakers to come together, experience stuff, learn from other people, and connect. How do you like the event so far? I'm loving it, man. I think it's so important for like. People see hip-hop as like a little niche market, and I think, nah, it's massive now, man. It's bigger than what other markets are, and I think like you're seeing a lot of the EDM crowds do this for a while. You're seeing like probably rock music and all the other kind of, like this is such a niche market that needs to be out there, you know. We need to have more like that. I was saying, we need to have something like this in London, man, because it's so important to interact, see where the masterclasses are, and you know. The Germans were first. Oh, that is true, man. You guys got there first. Yes. Okay, last but not least, your top three UK artists. Ooh, that's hard, man. Stormzy. Wicked Skankman. Yeah, Hard Ads. He's been in there for a while. Hard Ads and probably Skepta. Obviously. Hands down, Skepta and Stormzy. I know them both. They're awesome guys. But what was the second one? Hard Ads. Check him out. Hard really Ads. Good. Hard I'm gonna check man. Him out. Have fun. We see us maybe later. Cool, man. And enjoy your day. Cheers, bro. Peace, man. Cool.
Yo, yo, what's up, what's up? Wir sind hier mit Cinch und Type. Alles gut bei euch? Alles gut? Yes, sir, yes, sir. So, ich habe gerade schon gesehen, ihr habt da kurz mit jemand anderem gesprochen. Von der BeatCon speziell habt ihr bestimmt viele gute Fragen bekommen. Deshalb will ich auch gar nicht so krass auf dieses Thema eingehen jetzt. Falls ihr ein bisschen mehr Informationen haben wollt, geht einfach auf die BeatCon-Seite und checkt da das Interview mit den beiden aus. Deshalb, ich will einfach ganz cool mit euch ein bisschen quatschen, so, weißt du. Ganz easy. Ich habe vorhin gesehen, ihr habt das gezeigt, wie das Lied Ja Ja zusammengekommen ist von Ferro. Ich muss sagen, ich habe die Vocals gehört, ohne Beat und alles. Mein Kopf. Wow, das habt ihr nicht langsam. Habt ihr mich manchmal gedacht, der Junge, der muss bestimmt ein paar Hustenbonbons nehmen oder so. Auf die Dauer ist das nicht anstrengend geworden so? Nee, also er kam ins Studio. Ferro und ich war so, okay, seine Stimme, er ist so, ne? Ja. So, und es ist einfach eine krasse Stimme. Aber so, wenn er redet, das ist einfach so eine warme, so eine angenehme Stimme, so eine Onkelstimme. Man kann zuhören. Weißt du? Und also es gibt Leute, die sagen auch so, hä, ist das nicht anstrengend? Aber ich muss ehrlich sagen, bei ihm ist es so, er kann ja alles, weißt du? So, deswegen so, er rappt geil, er ist einfach eine Maschine. Und da, und die Stimme und unterstützt das noch, dass er dann so unique wird, so was Besonderes. Aber die Stimme ist nicht verstellt beim Rappen. Nee, so wie er also, redet, ist auch so. Das ist genau. Das, also, wenn er es verstellen würde, wäre es, glaube ich, auch sehr anstrengend über die Zeit, ne, wenn er das. Ja, stimmt. Weil ich hab, das habe ich mir auch mal gedacht. Ich dachte so, okay, verstellt vielleicht seine Stimme leicht, aber die ganze Zeit so, redet so, das ist original. Wow, da wäre ich auch total am Arsch gewesen, auf jeden Fall. So, das ist ja Ferros erster Song gewesen. Wie ist der Kontakt da überhaupt zustande gekommen bei euch? Wie ist das abgelaufen? Ich habe das nicht genau mitbekommen. Also es war so durch gemeinsame Bekannte, also durch einen Freund, der hat mich gefragt, ey, hier ist so ein Ferro, ich habe noch nie was von ihm gehört. Er hat auch keinen Song, den er zeigen konnte. Und er meint, ey, hier ist so ein krasser Typ. So und er ist so, wenn er sagt, das ist ein krasser Typ, dann weiß ich auch so, okay, dann kommen wir ins Studio. Dann kam Ferro mit seinem Cousin, und seinen Cousin kenne ich auch. Über die Sido-Connection war das. Und dann kamen wir ins Studio und wir waren erst mal das Essen. Dann waren wir im Studio, er hat so ein paar Strophen vorgerappt und ich war so, Digga, wo kommt der denn einfach her, weißt du? Ja, und dann haben wir auch, waren wir auch direkt produktiv, haben da gebastelt, aufgenommen. Wir haben, ich glaube, am ersten Tag 2-3 Songs gemacht. Und am nächsten Tag haben wir auch nochmal aufgenommen. Ja, und dann haben wir uns dann gemeinsam für Ja Ja als erstes entschieden und war wohl auch die richtige Entscheidung, ne? Von den 3 Songs, von denen du gerade gesprochen hast, werden alle 3 online gehen oder habt ihr da vielleicht einen schon raussortiert? Weil es passiert ja auch oft, dass man Songs aussortiert am Ende. Also Ferro hat jetzt inzwischen diverse Songs, aber ich glaube, weil da ist einfach so viel passiert, dass die Songs rauskommen und da passiert jeden Tag was anderes, ne? Deswegen wird auch so spontan entschieden, was passt und was passt nicht. Und wir haben noch einen anderen Song gemacht, meiner Meinung nach einen Überhit auch. Aber der wurde jetzt auch nochmal zurückgehalten, weil das mit Feature ist. Erstmal so Spotlight auf Ferro. Aber das wird alles auf jeden Fall rauskommen. So, ne? Ich sag mal so, sonst spätestens irgendwann nächste Singles oder Album. Ich freue mich, wie gesagt. Ganz kurz zum Schluss. Wo kommst du eigentlich her, Bruder? Ich bin Hamburger, aber ich komme aus Brasilien. Brasilianer? Kein Afrikaner. Wo kommst du denn? Oh, wir sind beide aus Nigeria, weißt du? Und Teil von Afrika. Ich wohne in Wedel, das ist bei Hamburg, aber ursprünglich komme ich aus Istanbul. Bruder, das war's im Prinzip schon. Ich wollte mich bedanken bei euch für das entspannte Gespräch. Viel Spaß hier noch. Danke, danke. Wie gesagt, falls ihr mehr Informationen, ein bisschen mehr in die Materie haben wollt, beatscon.com. Komm zu BeatCon, ihr wisst Bescheid. Ja, Mann, wir sehen uns später noch auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke, und kommt gut nach Hause. Peace. Jojo, wie ihr sehen könnt, gerade ein Kollege von uns ist hier mit dem Cinch und Typhoon und zeigt den beiden gleich seinen Beat. Also ihr seht, auf der BeatCon könnt ihr nicht nur coole Sachen mitbekommen und lernen, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, mit richtig krassen Produzenten zu connecten. Die beiden gehen jetzt mal weg. Und wir schauen uns ein bisschen weiter um und machen vielleicht noch ein kleines Special für euch, weil wir haben ja gesagt, dass Shrimp Cake heute seine Bars des Tages hier auf der BeatCon droppen wird. Also gehen wir den mal suchen und dann schauen wir, was abgeht. Wir wollten eigentlich kurz zu Shrimp gehen, aber wir haben gesehen, wir haben ein bisschen Konkurrenz, Alter. Die denken, die können Interviews machen auf unserer Messe, weißt du, was ich meine? Was geht? Moin. Alles gut? Ich darf nicht meckern. Was macht ihr hier? Wir versuchen jetzt gerade mal so ein kleines Interview zu führen, genauso wie du. Du weißt aber, Interviews ist meine Aufgabe hier heute, nicht deine, ne? Digga, ich mache keine Interviews, sondern ich mache ein bisschen Werbung für FL Studio, was genau Werbung? Hinter mir ist. Leute, kommt, wenn ihr heute noch Zeit Reicht. Habt. Alles gut, wir machen nur Spaß. Aber das ist ein krasse Crew hier heute, also yes, was die Leute hier machen, das ist echt klasse. Gerade für unsere FL Studio User ist das, glaube ich, die geilste Veranstaltung diesen Jahres. Neben der Imstar, neben der Superboost und anderen, wo wir vertreten sind.
Aber FL Studio ist im Hip-Hop-Bereich einfach so krass vertreten und hier, wie du siehst, unser Stand ist unglaublich bevölkert schon die ganze Zeit. Und also, ich habe gehört, dass Ableton auch nicht schlecht ist. Ich auch. Komm auch aus, also sind Berliner, da wohne ich auch. Tolle Stadt, ja. Nette Firma. Aber ey, die Kreativität und das Problem sitzen vor Monitor, sag ich immer. Das ist eine sehr gute Aussage. Was auch immer ihr nutzt, ihr könnt mit allen Sachen geile Beats bauen. Eine sehr, sehr gute, transparente Antwort. Ich danke dir, Bruder. Viel Spaß noch. Ich wollte euch gar nicht zu lange aufhalten. Und wir schauen direkt weiter. Hier hinten sehe ich schon Shrimp Cake und Busy Boyer. Oh, Busy, was machst du hier, Bruder? Es geht. Bisschen Beat bauen. Stabil. Was machst du jetzt? Wann bist du Moderator, Bruder? Bruder, mach mal ein bisschen. Red nicht so viel. Mach mal, was du hier bist, weißt du? Bar des Tages. Okay, Bar des Tages, Beatcon-Edition, gib ihm. Wer ist krasser? Hör diesen Vers rattern. Stelle dich quer, Sucker, spür die Schwerkraft, hör dein Herz flattern. Herzbrecher, denn lege dir die wie ein Schwert stechenden. Styles fetter, sag mir, wer ist heffernen? Scheiß Rapper, ich hab mehr Pfeffer drin. Scheiß auf Kommerz, hab ein steiniges Herz, so wie ein Militär-Veteran. Wer battle, bring den erst besseren. Verbrenne voller Schmerz, Anakin. Krieg mit der Lunge, fick alle, die beginnen nur zu ballern wegen Pumpernickel. Ich bekomme nur meine Gewinne wegen Tunnelblicken. Junge, lass sie wissen, wenn ich komme mit der Wumme und der schwört auf den Thron. Bourbon-Alkohol, sterbe früher wegen Burnout-Syndrom. Wer will wetten mit für Rappen nicht so recken, mein Gehirn rauszuholen? Hey, hey, you bist Bescheid, oh, oh, oh. Ey, 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 ey. Bruder, weiß nicht, was war das wieder, ja? Das ist doch nicht normal mit dir, Bruder. Okay. Ah, Bruder, hör doch auf. Hör doch auf, komm. Du bist reicht so jetzt. Gut zu mir, Bruder. Hör Bruder, reicht, reicht. Wir sind die Maschine, Bruder. 15 Sekunden Beat gebaut. 13 Sekunden, 20 Sekunden Beat gebaut, muss man ehrlich sein. 40 Sekunden gerappt. Eine Minute Song. Mic drop. Ihr wisst nicht! Ihr wisst nicht! Hey! Ihr habt selber gehört gerade. Ist nicht normal. Und dieser Mann auch nicht. Shrimp Cake, Busy Buyer. Ihr wisst Bescheid. Squad! What's up? Wir sind hier mit Mixo und MacLoud. Die beiden hatten gerade einen Vortrag und haben ein bisschen den Song DNA von Casey Rebel auseinandergenommen für die ganzen Zuschauer. Und auf dem Rückweg hier zum Interview sind auch schon einige bei euch vorbeigekommen, haben nach Fotos gefragt und so weiter. Ihr seid ja mittlerweile richtige Star-Producer geworden. Ja, zumindest auf der Beatcon. Zumindest auf der Beatcon, ja. Ja, die Beatcon ist ja was Neues hier, was ganz, ganz Neues. Eine neue Möglichkeit für Producer oder auch Producer oder Interessierte zusammenzukommen und sich auszutauschen, zu connecten und so weiter. Wie findet das Ganze hier? Also ich habe es schon in den Veranstaltungen auch gerade gesagt, es ist eine krasse Möglichkeit für Nachwuchsproduzenten. Hätte es damals sowas früher gegeben, wo ich angefangen habe, ich hätte mir ein Bein dafür ausgerissen. So. Also bei uns gab es ja echt gar nichts und deswegen krasse Möglichkeit. Achso, ja, nee, ich fand auch interessant, auch jetzt gerade bei nach dem Vortrag, wie viele Fragen gestellt wurden. So, die haben ja echt Bock. Ne? Und das finde ich auch geil. Also hätte ich früher wahrscheinlich auch gehabt. Ich war nie so in diesem Producer-Ding, jetzt seit neun, aber ich finde geil, dass die Leute dann halt auch wirklich Bock auf diese Materie haben und dann die Möglichkeit haben. Und ich hoffe, dass wir dann auch ein bisschen was da geben konnten. Einen Einblick. Wir haben gerade eben kurz nochmal gequatscht, bevor du Producer geworden bist, hast du mir kurz erzählt, was auf dem Bau kurz und nochmal irgendwas mit Medien hast du gesagt. Ne? Wie lange produzierst du eigentlich beide schon? Okay. Ich glaube, also wie gesagt, bei mir kam es eher über Rap. Seit 2011, dann habe ich ihn kennengelernt, dann habe ich noch Mixtapes, habe meine eigenen Mixtapes produziert und ja, seit 2011 quasi richtig, vorher schon immer Musik, mit Musik in Verbindung gewesen, aber jetzt nie in diesem Grind, dass man irgendwie das, was damit machen will. Also ab 2011 klar, also bei dir? Ja, bei mir, ich produziere schon mindestens 10 Jahre oder so, aber ich würde sagen so seit 5 Jahren so hauptberuflich, professionell dann. Ne? Wow, wie alt seid ihr überhaupt, ja? 10 Jahre. Cut.
fängt doch schon so mit 13, 14 an, so seine ersten Schritte und so. So, perfekte Überleitung gerade hast du mir gegeben, denn meine nächste und die letzte Frage auch, weil ich weiß, ihr geht in Urlaub jetzt gleich. Du nicht, nur du? Er muss arbeiten. Okay, easy. Jetzt mittlerweile seid ihr, wie gesagt, schon ein richtiger Star-Producer hier auf der BeatCon geworden. Was hättet ihr denn für einen Tipp an euch selber vor 15 Jahren oder an jetzt, oder besser gesagt an die ganzen Jungs, die euch zugehört haben, was würdet ihr denen mitgeben, was ihr vielleicht früher falsch gemacht habt oder nicht so gut gemacht habt, was ihr besser machen könntet jetzt aus Erfahrung? Weniger Party. Weniger Party? Ja, das sowieso. Ja, nee, das meiste ist echt so, man sagt hinterher immer, okay, hätte ich das gewusst, aber das meiste konnte man nicht wissen. Ja. Also würden wir von Anfang an so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten würden, hätten wir wahrscheinlich alles auseinandergenommen. Ja. Aber man checkt es als erst, wenn es soweit ist. Ne? Die Zeiten ändern sich und dann passt du dich wieder an. Also man kann eh nicht in die Zukunft gucken. Ja, klar. Meinst du denn, dass es trotzdem wichtig ist, auch seine eigenen Fehler oder Erfahrungen zu machen? Oder soll man jetzt sich so sicher gehen, dass man möglichst wenige Fehler macht? So von wegen dieses Party-Ding und so weiter. Ja, es gibt so einen berühmten Spruch von so einem Google-Chef. Da hat, glaube ich, mal irgendjemand gefragt, ey, wie kann man bei dir, bei Google, am schnellsten aufsteigen? Der Typ gesagt, mach so viele Fehler wie möglich. Das heißt, aus Fehlern lernst du ja. Und so wirst du besser. Mach sie nur nicht zweimal oder dreimal. Also ihr habt gehört, macht Fehler, nur nicht zwei oder dreimal. Ich wünsche euch viel Spaß den restlichen Tagen und weiterhin krasse Produktion von heftigen Songs. Ich feiere echt alles, was ihr macht. Mega krass. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich hoffe doch. Safe, Bruder, vertrau mir, du weißt doch. Jetzt Hip-Hop DS wartet nicht, weißt du, ich meine, Übernahme ist da. Gang. Ich würde crashen, aber wurde gerade gesagt, ich soll nicht crashen. Ach komm, kannst auch, vielleicht ist es auch cool da drauf. Ich finde super, dass es sowas gibt. Ich meine, wer die letzten Jahre deutschen Rap beobachtet hat, der. Mach mir einfach ein bisschen nervös, oder? Weißt du, ich meine? Guck mal, der Kuck kann ich gar nicht angucken. Guck mal, jetzt, wir machen ein bisschen so. Wir reden jetzt so, als ob der anhören würde. Ja, also ich bin Aria und das ist hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für Leute zusammenzukommen. Aber ganz ehrlich, das sind alles nur so kleine Pisser, so, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Nee, ich will eigentlich wieder zu DJ Khaled. Damn, the Drake Walker is coming, yeah! Ja, also, mir geht's hier ziemlich gut. Ja, von A bis Z habe ich hier nichts zu tun und mir ist eigentlich den ganzen Tag langweilig. Also, erstmal, er wird hier an diesem Mikrofon nicht gelogen, aber das ist hier alles kein Spaß. Und ich freue mich schon aufs Abendessen und aufs Buffet und auf alle weiteren Fans und Leute, mit denen ich Fotos machen kann. An diesem Mic wird nicht gelogen! Wie geht's? Alles gut, Bruder. Normal. Ja, What's up? Yeah. Ja, Mann. Einfach so Freeze-Modus, oder? Was geht? Was geht, Bruder? Muss ich Moves machen? Yo, was geht ab? BeatCon 2019. Pow! It's been a long time. Ja, was soll ich sagen, Alter? Aria! Ja, bitte. Have the Drake vocals come in yet! Budget approved! Don't ever play yourself. Beat. Don't you ever play yourself. Ja, Mann. Wiss Bescheid. Ja, geh weiter, Bruder. Ciao. Komm, Jake. Knallgas. Yo, what's up? Die BeatCon neigt sich langsam ein Ende zu. Wir haben jetzt die letzten Vorträge. Gleich kommt noch Elias und wird den Abend das. Die Sauce geben, den Drip, ihr wisst Bescheid, den Drip. Ich sehe gerade, da hinten ist Roos und Toxic und wir haben ja gerade schon mit Aria ein bisschen Spaß gehabt. Ich würde sagen, wir genießen einfach die letzten paar Stunden und verarschen die Leute ein bisschen. Roos, Baby! Ich bin tot, Bruder. What's up, Jungs? Lass mal später labern. Yo. Okay. Ich komme gerade von der Bühne runter, ich bin tot. Ich gehe jetzt was essen. Lass uns einfach gleich labern. Der Aria, der gibt gerne. Roos geht das Essen. Bruce! Rusi! Das wird so nichts. Rusi, Baby! Das machst du bei dem gar nichts. Der geht immer nur noch und noch weiter weg. Kannst du ein Ricke geht klar? Krieg ich das raus? Ich setz mich für dich ein auf jeden Fall. Okay. Vielleicht lässt du ihn erst essen und danach. Für ein Essmarke? Nee. Für 2? Für 5. Der kommt ja wieder, als wäre er käuflich. Ist auch respektlos. Du musst auch ein bisschen die Politik richtig machen. Ja, hast du natürlich recht. Dann frage ich ihn ganz lieb gleich. Ja, lass ihn essen, okay. Gib ihm eine Cola, aber auch Bruder und nicht auf ich gebe dir Geld in die Hand, das hättest du nichts. So, ja, also, da kann man übrigens von Bruce sehr viel lernen, was das angeht. Ich kenne es auch eigentlich gar nicht richtig gut.
Also respektvoll, wenn du Rücken hast, versuch das zu lernen von ihm. Respektvoll ist immer die beste Möglichkeit. Ja, und die Politik verstehen. Hat ja gerade seinen Vortrag auch drüber gehalten. Darf ich mal respektvoll deinen Bart anfassen? Klar. Du hast doch selber einen. Oh, Scheiße. Ist das anders als deiner? Ja, Bruder. Obwohl. Ja, schon ein bisschen. Ein bisschen wachsen. Also nicht wachsen, sondern wachsen. Ja, mach. Wir sollten alle Bärte tragen. Alle Bärte. Bärte! Sollen wir eine Minute so stehen? Okay, Bro, okay. Wir haben hier gerade Sinan G getroffen. Wir packen uns den schnell. Wir wollen natürlich nicht stören, ne? Wir reden gleich ein bisschen, ein paar Fragen stellen, dies und das. Wie wir gerade gelernt haben von Toxic, respektvoll, verstehst du? Wir werden jetzt gleich ganz respektvoll fragen, wie es ihm geht. Das geht aber. Ich will gar nicht lange sterben, Bruder. Ich mach lieber auf dich. Ja, Bruder, wir machen nur ein bisschen Spaß, weißt du? Ich hab schon gedacht, dass ich... Nein, Bruder, ein bisschen unterwegs Spaß haben, weißt du? Das ist immer so ernst, das Ganze. Ja, Bruder, was willst du machen? Ah, ich wollte nur ein bisschen mit dir quatschen, Bruder, so. Ich hab letztens gesehen, was Neues im Video, ne? Interview. Der hat sich geschlagen im Bauch. Sei mal ehrlich. Tat weh oder nicht? Kindergarten. Hast du gehört? Mois, das war wirklich Kindergarten. Aber ich muss zugeben, ich hab Pause gedrückt und rangezoomt und ich hab ein bisschen gesehen, deine Augen waren so ein bisschen Water, ein bisschen Wasser drin. Ja, ich bin halt Waterboy, Bruder, was willst du machen? Wie gefällt dir die Veranstaltung? Ja, sehr gut auf jeden Fall. Ich finde gut, dass sowas gibt, Alter. Und ja, ist geil. Die Menschen sind cool alle hier, die verstehen sich alle. Bist du selber auch so im Producing drin oder machst du ja nur? Oder? Ich bin bei den Sachen, wenn die produziert werden, auch mal dabei. Gucke und mache. Und lerne hier und da ein bisschen was, aber dass ich jetzt alleine einen richtigen Beat machen könnte, ist noch zu weit hergeholt. Egal, dafür haben wir die Leute, ne? Lass die Leute, die das können, das machen, weißt du? Man kann natürlich mit dabei sein und sagen, ey, mach lieber so, mach vielleicht so ein bisschen mehr so, lass so machen, ein bisschen mitarbeiten, aber ansonsten, die Produzenten oder die Producer, die wissen ja, was Sache ist, weißt du? Wir haben beide, das ist mein Cousin übrigens, wir haben letztens erst Dogs of Berlin geguckt, weil ein Kollege von uns da mitspielt. Mega cool geworden auf jeden Fall. Geil. Diese eine Szene, wo diese Polizistin da runterfällt, ne, und komplett ihre Beine zerfetzt sind. Hey, wie tief war das eigentlich? Hast du dieses Sand gemacht, oder? Nee, das war gar nicht tief, das war 1 Meter. So. Das wurde, du weißt ja, Hollywood. Normal, Hollywood. Du weißt ja, Hollywood. Wie die, Hollywood, du kennst doch, wie die arbeiten. Ja, normal. Digga, ich will dich gar nicht mehr lange aufhalten. Alles cool, Bruder. Letzte Frage. Kannst du einmal in deinen Bauch boxen? Ah, Bruder, hör auf, Alter. Hör auf. Wir wollen doch nicht, dass deine Hand bricht, Alter. Bruder, so meinst du? Egal, danke dir, Bruder. Ja, easy. Überall, Spotify, YouTube, ganz egal, gib Gas, support the gang, gang, gang. I been picking up racks, raps have been clear to act if you two and I'm back in the booth, got them hacking and shacking, they lacking it, you niggas dropping the ball, they on shacking the fool. Active and shoot out of some design, bye-bye, yeah, design, bye-bye. Sie kommen zu nah an, nur bla bla, kein aber, nur bye-bye. Na 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 na, ich mach Money. Schieß dir paar Bars in dein Mountain. Sie kommt zu nah wie ein Zombie. Sie kommt zu nah, wir sagen bye bye, bye bye. Ja, wir sagen bye bye, bye bye. Ja, wir sagen bye bye, bye bye. Sie kommt zu nah an, nur bla bla, kein aber, nur bye bye. This one's shorty body unbelievable. Yeah, yeah. She ain't a keeper, no.
keep it on the lead to know. Just drew the hottie about a week ago. I'm in your eyesight, but I'm not your type. I'm more like your life. Keep quiet, I'm preaching. Put a sock in it. Put a sock on the fire alarm. Fingers looking like a firearm. Going nowhere, nowhere, nowhere. You're unsigned. Baby, you can be my sunshine. You know a real nigga always on time. A soldier at the very front line. I know it's rainy days sometimes. Like rain, like it's wash. White cocaine, iceberg. That's Gucci Mane. Tall racks, like Yao Ming. For a score. Wie lange brauchst du, um so ein Beat zu machen? Ist relativ unterschiedlich. Also meistens machen wir halt alles in Sessions. Wir treffen uns, fangen von null irgendwas an, ich spiele irgendwas und dann, ey geil. Ja. Das Ding ging, glaube ich, in einer Viertelstunde. War so der grobe Umriss da. Dann hat man ein bisschen ausgearbeitet. Boy, on the beat. Vorsicht, Jungs. Ja. Es geht, ja. Angeblich gibt Elias keine Interviews. Aber was denkt der, wer der ist denn? Da komm mal mit. Ich hab gesagt, wir überfallen dich ein bisschen, Bruder. Ich hab gehört, du willst keine Interviews geben, ja? Ja, ja, das hab ich gehört. Warum nicht, Bruder? Keine Interviews. Warum? Keine Interviews. Warum? Nein, Bruder, kennst du doch, Bruder, keine Interviews. Hey, du, wir sind ein Jungs, wir sind unsere Beziehung. Sie wollen meine Köln, die Agaba, wie es geht. Frische Bilder aufgenommen, frische Videos, ein paar Leute vor die Kamera geholt, dies und das, ihr wisst, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Wenn ihr mich das nächste Mal sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Like da, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Früher als ihr denkt wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, konnte sehr viel mitnehmen, obwohl ich auch selber gar nicht so viel Ahnung habe vom Producen. Es lohnt sich auf jeden Fall wiederzukommen nächstes Jahr. Wir werden das wieder machen, Hip-Hop Day, denn das ist so eine geile Sache gewesen. Alle haben hier das Gleiche gesagt, dass es nämlich mega geil war, hier zusammenzukommen oder überhaupt eine Chance zu bekommen, als Producer zusammenzukommen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen. Wir hatten Kollegen, die haben mit krassen Producern geredet, haben ihre USB-Sticks verteilt, so und so und so, haben Connections geknüpft. War auf jeden Fall mega fresh. Es lohnt sich wiederzukommen nächstes Jahr. Das war's von mir. Ich bin der SO. Das hier ist hiphop.de und wir sind out. Peace! Ah ja, und übrigens hinter der Kamera, Kameramann, fresher als 90% aller Rapper. King, so that you dig.